Und mit diesen Worten herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Let's. Oh, danke schön. Jogurette. Skyjack, Herrschaft, Mensch. Zweite Folge. Wir spielen die. Oh. Ja, Call of Duty natürlich, Black Ops 3. Awakening DLC. Oh, ich bin gespannt, wie Skyjack ist. Oh Gott. Da steht Polizei. Polizei. Der Feind hat sie. Okay, das sieht extrem. Das sieht genauso aus wie Hijack. Genau. Genau der Tisch hier. Oh, die Mauer ist ein bisschen. Ja, ja, klar. Aber. Oh! Also echt, die kommen hier wirklich um Ecken. Und sich jetzt nur schrecken. Ha, man kann hier auch hoch und alles. Ha, cool. Feind hat Bravo eingenommen. Ja, klar, wird's auch sein, ja. Aber B ist genau hier, wie es bei Hijack war. C und A auch. C und A auch. Kommt schon. Sag mal, sind die Gegner nicht da oder so? Hier? Ein Abschuss. Oh, das sind keine Betten mehr, sondern. Oh, warte. Das ist echt geil gemacht. Oh, scheiße, das war nicht so geil. Kann man hier oben hin? Nein, ich glaube nicht, ne? Ne, auch da. Okay, noch haben wir. LOL. Alter, wie geil ist das denn? Man kann ein bisschen cheaten. So ganz leicht. Moment, ich zeig's mal ganz kurz. Muss mal kurz gucken. Warum musste der gegen mich springen? Egal, wo waren das? Hier. Charlie wird gesichert. Man kann hier so rüber. Der Feind hat Alpha. Und dann hier so von Charlie da kommen. Gesichert. Wenn man schnell genug ist. Feindliche Drohne, das ist voll krass. Verbündete so, jetzt gehen wir mal hier lang, was im Trail auch gut zu sehen war. Headshot. Und zwar dieses Loch. Schade. Schade. Gut. Okay, es ist wirklich wie Hijack, nur ganz kleine Veränderung. Hier ist auch der Eingang. Der sieht cool aus. So schön mit rotem Licht. Auf jeden Fall schaffst du das. Immer noch Mayong übrigens. Hat sich nichts geändert. Oh, der hat als Emblem 88. Ich glaube, das ist entweder rassistisch gemeint oder der meint eine andere Zahl. Also ein anderes. Ja, 88, ja. Ja, 88. Also, naja, SS. Ja, genau. Man könnte ihn melden dafür, aber man weiß ja nicht, ob es wirklich, wenn es ein Hakenkreuz wäre, dann würde ich ihn melden. Mittlerweile, jetzt wo du es gemacht hast und ich weiß, wie das geht. Ja, aber sowas ist, was hatte der denn normal? Sichern A. Ich hab ein bisschen. Wir verlieren C. Nee, irgendwas anderes hatte der. Nichts mit Nazi. Ah ja, war ein Cheater, ja. Stimmt, ja, da hat er ja sogar ein Emblem geschrieben. War das? Ja, irgendwas hatte der. Irgendwas. Stimmt, ein Clan. Ja, genau. Und da hast du gedacht, weil die Runde ja schon so komisch war und die immer Erster waren irgendwie. Aber ein Hack wäre. Oh, das sieht ja cool aus. Guck dir das mal an. Ich weiß auch nicht. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Das kommt gerade ein bisschen komisch rüber, weil ich glaube, sie hören dich nicht, aber wir unterhalten uns gerade halt wirklich darüber, wie man halt einen Clan-Tag auch. Fuß! Oh, scheiße. Fuß! Ah, schade. Aber irgendwie. Schon wieder, die macht irgendwie mal so. Jetzt irgendwie Fuß. So, Drohne. Oh, wirklich, jetzt sind hier schon die ersten Sniper wieder an den Ecken. Genau in den Ecken wie auf Hijack. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich hab's eigentlich auch schon erwartet, ja, aber. Irgendwie habe ich doch noch so ein bisschen. Wogegen? Echt? Bist du ein Herrscher gegen Schoko? Weiter so in der ah, ich hab den noch gar nicht probiert, stimmt ja.
erledigt. Vielleicht ist es der Zimt, gegen den du allergisch bist. Oder halt allgemein die Schokolade. Dann weiß ich es nicht. Lass mich doch mal meine Vorräte holen. Kommt schon. Komm jetzt bitte, Mutterschiff. Nein, Quatsch. Ich glaube, sowas bekommt man gar nicht aus den Vorräten. Das wäre ein bisschen krass. Aber an sich, Skyjack spielt sich... Ach, eine Konterdrohne. Okay, die hebe ich mir auf. Ah. Oh, nice. Also, Skyjack spielt sich... Ich weiß nicht, ob besser als Hijacked. Ich weiß es nicht. Ich kann es irgendwie nicht ganz so sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool mit der Wand, mit dem Wandlaufen hier. Das ist extrem cool. Bravo, weil kann man echt übermauern und alles. Und das ist schon cool gemacht. Ich glaube, damit macht es auch ein bisschen mehr Spaß jetzt mittlerweile als Hijacked. Weil das ist irgendwie... Ja, klar, Black Ops 2 ist echt lahmarschig. Und es ist einem früher echt nicht aufgefallen. Finde ich jedenfalls. Und irgendwie ist Skyjacked, man kriegt hier echt gut Kills. Ich habe gerade Ripper ausgeschaltet, eine Kriegsmaschine. Ich könnte hier einen Blutrutz kriegen, wenn ich gut bin, aber... Ach, schade. Na, schade. Aber ich bin besser als auf Splash in Herrschaft. Also Herrschaft macht hier deutlich mehr Spaß als auf Splash. Aber an sich ist jetzt hier keine richtig schlechte Map, wo man sagt, auch nicht die schon wieder. Macht echt Bock. Also gerade durch die Dynamik, man kommt zwar wirklich ungefähr nach, keine Ahnung, 7 Sekunden ans andere Ende der Map. Wir verlieren sie. Okay, erstmal schön. Feindliche Drohne nähert sich. Hm, das stimmt, ja. Wow, was war das denn gerade für ein Leck? Fordere Konterdrohne an. Autorisierung. Ja, das stimmt schon, ja. Und die haben es ja auch echt länger gezogen. Guck dir das mal an. Die Fläche, wie viel frei hier ist. Feindliche Drohne gesichtet. Das haben die wirklich lang gezogen. Na komm schon. Nein. Du hast recht. Oh. Ich glaube, der ist schon tot, oder? Was ist deiner? Oh. Hast du das gesehen? Oh, der war echt gut. Ah, dein Sperber kannst du. Ey, echt, hier macht die Map macht richtig Bock, ey. Guck's dir an. Wir verlieren C? Ach, dann sind die hinten gespawnt, die Arschlöcher. So, Kriegsmaschine, jetzt geht's los. Hey, wir verlieren ja gar nicht C. Alter, der Sprecher, der macht mich fertig. Nein, ah, schade. Fordere Drohne an, schnell. Ey, das ist ja krass. Wir haben 163 Punkte und die noch nicht mal 100. Also wir dominieren die ganz schön krass. Aber echt, das macht echt Bock hier. Ich finde es gut, dass die wirklich ein gutes Remake der Map gemacht haben und nicht so eine Enttäuschung. Finde ich echt gut. Man geht zwar immer noch nicht nach unten irgendwie in den Keller so wirklich. Da hätten sie echt die Flagge hinmachen sollen. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Ach, die haben schon an so engen Plätzen. Allein B ist ja nun wirklich eng. Hier, wenn man mal... Oh Gott. Na, ach komm. Ach, egal. 17 Kills zu 20 ist gut. Besser als auf jeder anderen Map bisher. Könnte mittlerweile auch das bessere Nuketown sein, so schnell wie sich die Map spielt. Verbündete Drohne. Was denn? Nähert sich. Okay, wieder was mit der Jong zu tun. Konzentriert euch. Sichern Alpha. Oh, komm schon. Geil, komm, ich finde den letzten Kill. Das ist aber ganz schön schwer hier abzuschätzen, weil, Nein, ich habe nicht den letzten Kill gemacht, den vorletzten. 19-20. Ist gut, finde ich. War auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Runde. Und ich bin zu hören. Oh Mann. Seitdem das echt passiert ist, naja. Puh. CDP, alle Ziele gesichert. Gute Arbeit. Kommando, erbitte Verlegung zu neuem Brennpunkt. Nur schade.
bestand nie eine Chance. Nur schade finde ich ein bisschen an der Map, dass sich der Hintergrund nicht bewegt. Dass man nicht wirklich fliegt, so durch die Stadt, das wäre cool gewesen. Naja, ich meine, das ist ja ein Flugschiff. Das fliegt ja in der Luft. Skyjacked. Und das bleibt ja auf einer Stelle. Ja, ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, wenn man sich so bewegt hätte, aber ansonsten... Muss ich mal nächstes Mal drauf achten, wenn wir offline dann spielen. Ich glaube, Skyjack wird heute echt noch oft kommen. Und keine Sniper und keine Camper. Das ist... Campen ist da in dem Spiel sowieso nicht möglich, Gott sei Dank. Was ist denn jetzt los? Ja. Was ist das? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel gleich abkacken wird. Aber es ist ein schönes Hintergrundbild so. Könnte man so stehen lassen am Folgenende. Ich... So guckt sie auch hoch. Ja, irgendwie so. Was ist hier los? Hä? Moment hier. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Mal gucken, ob ich das Spiel neu starten muss. Das hatte ich ja echt noch nie. Man könnte jetzt eigentlich einen Screenshot machen und das Bild so speichern lassen. Sag ich. Mach ich jetzt auch. Gut, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.